Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition. Sage der Flamme. 2. Leiden des Lunaren. Kapitel 1. Deal mit dem Teufel. Dieser Ort war besonders. Das Pokémon fand sich wieder, nachdem es in Schlaf versunken war, an einem seltsamen Ort, welchen es nie zuvor erblickt hatte, ob nun wach oder im Schlaf. Kosmische Energie schien ihn zu durchstrahlen, entsprungen in den Tiefen des Seins selbst. Und inmitten dieser düster blauen Ebene schwebte ein riesiges, pulsierendes Geflecht, beinahe wie ein Herz. Was ist dieser Ort? Fragte sich das Pokémon. Doch lange sollte eine Antwort nicht ausbleiben. Aus dem Boden heraus erhob sich eine Art Thron, direkt vor dem Herzen des Ortes. Auf diesem saß ein schwarzes Wesen, eine Gestalt, welche sich das Pokémon nie überhaupt hatte vorstellen können. Wer bist du? Kannst du mir diesen Ort erklären? Fragte das Pokémon. Ich kann dir alles erklären, wenn du nur bereit bist, mich anzuhören, mein Freund. Natürlich war das Pokémon bereit hierfür. Es hatte keinen Grund, etwas anderes zu tun. Ich wusste, dass du rein bist. Nun denn, mein Freund, ich heiße dich willkommen an einem Ort, den nie zuvor jemand betreten durfte, außer mir selber. An dem Kern einer baldigen Zukunft. Langsam und bedeutend erhob sich die vierbeinige Echse und stand nun vor dem Thron. Der Körper, welchen du hier siehst, ist Omega, der Bewohner dieses Ortes. Denn dieser Ort ist das Herz von etwas Größerem. Ich, mein Freund, bin ein Weltengeist. Omegon, der Weltengeist des Sternlichtes. Der Anfang und das Ende. Nur an diesem Ort bin ich es nicht. Denn hier, dieser Ort, ist mein Ursprung. Hier bin ich, wie ich einst war, bevor ich zum Weltengeist wurde. Und weshalb hast du mich gerufen? Warum lädst du mich an einen so besonderen Ort ein? Fragte das Pokémon den Weltengeist vor ihm. Dieser Ort, mein Freund, ist, wo Zukunft entsteht. Energie sammelt sich, reine Lebensenergie. Und bald wird hier ein neues Reich beginnen. Das Imperium Omega, das neue Kaiserreich. Ein Reich, das alles überschattet und endlich idealen Licht schenkt, die durch Dunkelheit verschüttet sind. Alles? Meinst du auch meine Heimat? Fragte das Pokémon. Alles! Folgte die Bestätigung. Alles, was ich je wollte, ist ein Reich von Ordnung und Treue. Doch die anderen Weltengeister verspotteten mich dafür. Sie wollten mich strafen, lehnten meine Ideale ab. Sie alle sind festgesessen in ihrer Scheindemokratie, in der 5 über Millionen regieren und sich doch nie einig werden. Pokémon, ja, Welten verstarben schon, alleine da die Weltengeister auf Einigkeit plädieren. Und auch die Freiheit, welche sie anstreben, jedem Pokémon zu erlauben, in jeden Weltenbaum zu reisen. Auch das bringt nur Chaos und Zerstörung. Wenn so denn eine Lage entsteht wie einst, als der ehemalige Weltengeist Groudon vor Kraft den Verstand verlor, so würden all die Pokémon ihre eigene Welt bereit sein aufzugeben, sich gegen alles stellen, was sie liebten. Denn Heimat war ersetzbar. Zugehörigkeit nur ein Gefühl, welches man übergehen kann. Und deswegen überging ich sie.
Ich nahm ihre Kraft und ihre Helden. Und bald wird mein Weltenbaum alles sein, was verbleibt. Terus, Lunala, Tundil, Dreron, sie und ihre Weltenbäume werden Erinnerungen einer schändlichen Vergangenheit werden. Je mehr Omegon sprach, desto weiter zurück schritt das Pokémon unbewusst, mehr und mehr verstehend, was für eine Art Wesen ihm hier gegenüberstand. Du bist wahnsinnig. Du willst alle Weltenbäume auslöschen, um dein eigenes Kaiserreich zu kreieren, sagte es. Ich wünschte, ich müsste es nicht. Aber sie ließen mir keine Wahl. Und dich habe ich erwählt, mir auf meiner Reise zu helfen. Unverständnis machte sich breit, da das Pokémon gerade noch seine Abscheu gezeigt hatte. Wieso sollte es Omegon helfen? Sieh dich um, mein Freund. Spüre diesen Ort. Spüre all die Macht, wie sie dich zerreißen könnte. Und verstehe, es ist nicht von Bedeutung, ob du mir zustimmst oder nicht. Nur ob du verstehst, was es bedeutet. Denn, mein Freund, es ist zu spät, um mich zu stoppen. Zwar versuchen es die Weltengeister, aber sie sind zu spät. Aber man kann nie sicher genug gehen. Deswegen möchte ich dir einen unausschlagbaren Deal anbieten. Denn sage mir, was bedeutet dir deine Heimat? Seine Heimat war dem Pokémon das Wichtigste. Sie und all die Pokémon in ihr. Für sie war das Pokémon bereit, alles zu tun. Doch Omegon hatte eindeutig gezeigt, die Heimat des Pokémon lag außerhalb des Weltenbaumes des Sternlichtes. Somit müsste sie sterben. Deine Heimat bedeutet dir alles, wenn nicht mehr. Deswegen, da du Recht im Blut hast und da du weißt, was richtig ist, deswegen will ich dir ein Angebot machen. Eine simple Aufgabe im Tausch für alles, was du kennst. Du sagtest, dass du alle Weltenbäume zerstören wirst. Wieso sollte ich dir trauen? Mit meinem Weltenbaum würde auch meine Welt untergehen, sprach das Pokémon. Eigentlich schon, bestätigte auch Omegon. Doch auch wenn es mir viel Mühe bereitet, ich kann eine Ausnahme machen. Wenn das Kaiserreich einbricht, könnte ich deine Welt vor der zerreißenden Kraft des Alpha schützen und sie ein Teil werden lassen. Es widerspricht eigentlich meiner Wahrheit von der Treue zu einem Weltengeist. Doch ich bin kompromissbereit. Hilf mir! Und deine Welt soll leben, wenn es soweit ist. Und mit ihr all die Pokémon. Das Pokémon war sich unsicher. Könnte dies wirklich die einzige Chance sein, seine Heimat zu schützen? Die andere Alternative wäre es, Omegon zu behandeln, wie er es verdiente. Wie einen Feind. Doch es stimmte. Die Kraft an diesem Ort war bereits unfassbar. Omegon war dem Wesen um Welten über. Er war allem Leben über. Niemand könnte ihn bezwingen. Egal, was die Weltengeister versuchten. Er hatte zu viel Macht angesammelt. Es wäre wohl wirklich wert, zumindest anzuhören, was Omegon forderte. Hier schien es wahrlich um eins zu gehen. Wenn die Hölle einfällt, steht man dann auf der Seite des Teufels oder gegen ihn. Dann sprich, was verlangst du als Gegenleistung? Fragte das Pokémon also. Ich wage beinahe zu behaupten, dass ich dich schon hier mehr belohne als beanspruche. Um deine Mission zu verstehen, musst du wissen, dass Weltenbäume, selbst der eigene, eine Art Problem für mich darstellen. Jeder Weltenbaum hat eine Wurzelwelt,
In ihr der Kern des Weltengeistes. Wird dieser zerstört, so sterben Weltengeist im Baum. Dies gilt selbst für mich. Und dies wollen die anderen Weltengeister nun nutzen. Sie haben sich zwei Pokémon erwählt, welche sie auf die beschwerliche Reise schicken, meinen Kern zu zerstören, da es ihre einzige Chance wäre, mich noch zu töten. Nun, ich habe schon Maßnahmen getroffen. Weitere folgen. Ich habe all die Helden, die einst den anderen Weltenbäumen gehörten, zumindest beinahe alle, in meiner Wurzelwelt als treue Krieger, die ihre Heimat verteidigen wollen, so wie du deine. Sie werden heute noch informiert. Und auch dies ist nur für den Fall der Fälle. Denn ich habe die Wurzelwelt abgekapselt. Welten sind miteinander verbunden. Wurzelwelten mit anderen ihres Weltenbaumes. Und ein oder zwei auch mit anderen Weltenbäumen. Diese durchreisen sie Auserwählten nun vom Weltenbaum des Forstes zu dem des Lunaren und anschließend zu mir. Nun in eine Zweigwelt hier, die einst eine Verbindung zur Wurzelwelt bot, bis ich diese kappte. Auch die Verbindung zu einer weiteren Wurzelwelt ist gekappt. Sie können nicht in diese reisen. Somit besteht für mich keine Gefahr. Die Welt ist unerreichbar und selbst würden sie dies schaffen, uneinnehmbar. Und doch will ich noch sicherer gehen. Und hierbei kommst du ins Spiel, mein Freund. Denn Weltengeister haben ein Problem. Sie können andere Weltenbäume kaum bereisen. Schwach, mit minimalster Kraft, nur für Minuten. Ich könnte gerade eine Beere tragen, so schwach wäre ich in einem anderen Weltenbaum. Selbst im eigenen bin ich schwächer als außerhalb aller Weltenbäume. Deine Mission soll es sein, die beiden Auserwählten der Weltengeister zu stoppen. Ich gebe dir Kraft, lasse dich reisen. Denn ich habe die Macht, Verbindungen zu schaffen. Ich gebe dir Kraft, mehr als du dir vorstellen kannst. Du stoppst die beiden, ist mir egal wie genau. Schinde Zeit, schrecke sie ab, töte sie, ist mir gleich. Auch wenn ich denke, letzteres wird nicht nötig. Das Vulpix ist schon beinahe zusammengekippt beim bloßen Anblick meines Omegon-Körpers. Das ist mein Deal. Du dienst mir als Assistent innerhalb der Weltenbäume, um die beiden zu stoppen. Und dafür wird deine Welt leben, wenn es denn soweit ist. Ein Deal mit dem Teufel. Doch es war wirklich kein schlechter Deal. Mit neuer Kraft schlich zwei Pokémon so lange verzögern, bis es soweit war. Kein schmutziger Job, kein schwieriger und im Austausch dafür dürfte die Heimat leben. Und das ist wirklich alles. Es gibt keinen Haken, keine weiteren Bedingungen, fragte das Pokémon. Das Einzige, was ich verlange, ist mein Erfolg. Und dieser ist vorherbestimmt. Und du sollst tun, was getan werden muss, um zu diesem zu helfen. Sollten die beiden doch mehr Macht haben, als es nun scheint, musst du bereit sein, mich zu verteidigen. Denn du wirst für mich kämpfen, als mein Untergebener. Ein Vulpix, sagtest du, richtig? Kann ich die beiden erkennen? Natürlich! Völlig sicher war das Pokémon sich immer noch nicht. Doch trotzdem gewann mehr und mehr die Überzeugung Überhand. Also, ich bin bereit, deinen Forderungen zu folgen, sprach das Pokémon letztlich. Doch nur, wenn ich eine Garantie habe, dass du die Wahrheit sprichst.
Immerhin, sagst du selber, das Leben meiner Heimat würde deinen Idealen widersprechen. Die stärkste Garantie, die ich dir geben kann, ist ein Sternenschwur. Wenn das Firmament selber wacht, dass ein Wort gehalten wird, so kann nicht einmal ich mich widersetzen. Denn wer ein Sternschwur bricht, der wird gebrochen wie das Wort. Mein eigenes Element würde mich verlassen, täte ich dies. Sehr skeptisch nahm das Pokémon an. Wenn du so einen Schwur gibst, dann werde ich für dich kämpfen. Gut, dafür wirst du mich behandeln, wie der Herrscher, der ich bin. Meinetwegen. Kaum war dieses Wort gesprochen, strömte unsagbare Kraft um Omegon herum, bis jene sich am Himmel absetzte. Firmament der Sterne, mein Element, mein Quell der Kraft, so blickt hinab auf meinen Freund und mich. Blickt hinab und nehmt wahr, was ich heute zu schwören vermag. Grelles Licht blitzte durch den Himmel. Diesem Pokémon hier mir gegenüber schwöre ich das Leben seiner Welt, die Gesundheit seiner Heimat und all ihrer Bewohner. Ein normales Leben für sie alle. Eine Aufnahme in mein baldiges Reich. Doch nur wenn mein Freund auch seine Aufgabe einhält und hilft, den Kern zu schützen, welcher die einzige Schwäche meiner sein könnte. Sobald mein Reich einbricht, löse ich diesen Schwur ein. Denn wenn es soweit ist, hat er seine Aufgabe ausreichend bestanden. So höret, Himmelssterne! Erneut blitzten die Sterne am Himmel auf. Wieder und wieder, nahezu unendlich, bis sie auf einmal alle schwanden. Die Sterne vernahmen den Schwur und werden ihn auf ewig behalten, bis er gebrochen oder gehalten wird. Somit ist es nun Zeit für deinen Teil des Deals. Gut, dann bin ich auch bereit. Gibt es einen Anhaltspunkt, unter welchem ich beginnen soll, oder mache ich mich alleine auf? In einem Deal mit mir wirst du immer das Simpelste erfahren dürfen. Ich habe einen direkten Punkt für dich, welchen du nach eigenem Belieben folgen kannst. Die beiden Erwählten sind inzwischen in Lunaras Weltenbaum, dem Weltenbaum des Lunaren, angekommen. Dort werden sie noch auf ein Problem stoßen. Aus dem Weltenbaum des Forstes weiß eigentlich kein Sterblicher, wo sich der Kern des Weltengeistes befindet. Und somit ihre Möglichkeit der Weiterreise. Denn nur über den Kern können sie den Weltenbaum wechseln. Wie in den meisten Weltenbäumen. Die Ausnahme ist natürlich meiner. Meine Macht ist größer als das. Allerdings gibt es ein Pokémon in Lunalas Weltenbaum, welches den Ort des Kernes kennt. Auf der Spitze des höchsten Eisbergs lebt eine alte Weise, ein Vulnona. Wenn du dich nicht eher danach fühlst, die Auserwählten selbst zu beseitigen, solltest du dich um sie vielleicht kümmern. In Lunaras Wurzelwelt werde ich dich bringen, wenn all deine Fragen beantwortet sind. Wieder war das Pokémon etwas unmütig. Sagtest nicht, es ist simpel. Den höchsten Eisberg erklimmen ist eine große Herausforderung. Für normale Sterbliche, doch nicht für einen Diener Omegons. Mit der Kraft, welche auf deine Ankunft haben wirst, wird ein Eisberg nicht das kleinste Hindernis darstellen. Unterschätze niemals meine Kraft. Nun, bist du bereit zu reisen? Kurz atmete das Pokémon auf.
Ja. Lord Omegon.